Hallo zusammen, jeder von euch kennt wahrscheinlich die Problematik zu Hause. Die Reinigung, die ist oft sehr mühselig, nervig und natürlich auch hier sehr unangenehm. Und dagegen gibt es aber Abhilfe und zwar ergonomische Staubsauger, die hier einem das Leben wirklich erleichtern. Denn die sind so gebaut, dass ihr ganz einfach und mühelos den Boden reinigen könnt. Und da wollen wir uns heute mal die Top 5 der besten und beliebtesten ergonomischen Staubsauger uns mal anschauen. Mal hier alle Vor- und Nachteile miteinander vergleichen und dann auch zum Schluss hier unseren Vergleichssieger krönen. Es bleibt also spannend, bleibt daher unbedingt dran, wenn ihr auch so einen ergonomischen Staubsauger sucht. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an und starten durch und zwar mit Platz 5. Und auf diesem Platz landet bei uns der Miele Blizzard CX1 Powerline Staubsauger. Ich würde sagen, wir gehen mal zuallererst mal kurz die Vor- und Nachteile von diesem Staubsauger durch. Und da könnt ihr schon sehen, wir haben hier eine enorme Luftleistung. Ein Staubsauger ohne Beutel mit dem großen Aktionsradius, einer hygienischen Entleerung. Er ist komfortabel und vielfältig ansetzbar. Wir haben hier eine einfache Bedienung und einen wartungsfreien Hygienefilter. Die Nachteile, er ist leider etwas teurer und hat ein sehr hohes Eigengewicht. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir gleich mal kurz etwas weiter und zwar zu den Produktdetails. Wir haben hier zum einen mal 890 Watt an Leistung, ein Gewicht von 8,5 Kilogramm, eine Lautstärke von 77 dB, einen Aktionsradius von 11 Metern, ein Fassungsvermögen von 5 Litern, ein Komfort-Teleskop-Rohr, eine Click-to-Open-Technologie, eine komfortable Kabelaufwicklung und eine Universal-Bodendüse, die das Leben hier deutlich einfacher gestaltet. Da gehen wir direkt auf die Produktseite drauf. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut dort mal rein, klickt dort jetzt direkt mal auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Da würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz jetzt hier auf den Preis über und der kostet aktuell in dieser Ausstattung 338 Euro und ist aktuell auch ein bisschen im Angebot. Schaut euch den mal an, auch hier ein Amazon-Tipp, also hier ein sehr beliebtes Produkt, was auch hier sehr gute Bewertungen genießt. Hier nochmal die weiteren technischen Daten, wie zum Beispiel auch hier die Abmessungen und natürlich hier nochmal ein paar schöne Bilder, wie er aussieht. Wir haben hier ja ein sehr schönes, formschönes Design, das natürlich auch hier optisch einiges hermacht. Wir können den ganz einfach hier hinten entleeren und er ist natürlich auch hier wirklich sehr stark, sehr langlebig und hat eine sehr hohe Qualität. Ja, da würde ich sagen, gehen wir zum Schluss mal kurz hier etwas weiter runter. Hier gibt es mal einen kleinen Vergleich dazu und jetzt gehen wir kurz die Bewertungen mal kurz durch. Wir haben also hier zum einen mal einen stylischen Staubsauger mit einer sehr guten Saugleistung. Er ist hier wirklich sehr gut, sehr praktisch, sehr geschickt und kann natürlich auch hier sehr gut eingesetzt werden. Schaut euch den also mal an, den Link gibt es unten. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter zu Platz 4 und dort landet bei uns der Miele Complete C3 Silence Ecoline, ein sehr leiser Staubsauger. Auch hier gehen wir kurz die Vor- und Nachteile durch. Da hätten wir zum einen ein sehr stromsparendes Modell mit einem sehr effizienten Motor. Wir haben hier eine Ecotec Plus Düse, den AirClean Filter, er ist komfortabel und vielseitig. Wir haben einen großen Aktionsradius und der ist hier wirklich besonders leise. Die Nachteile, auch dieses ist etwas teurer und die Saugkraft ist leider nicht allzu hoch aufgrund der sehr hohen Dämmung von den Geräuschen. Wir gehen mal kurz weiter zu den Produktdetails. Wir haben also hier zum einen mal 550 Watt, 7,4 Kilogramm liegt er, eine Lautstärke von gerade mal 64 dB, 12 Meter Aktionsradius, ein Fassungsvermögen von 4,5 Litern mit einem Teleskop-Rohr haben wir mit dabei. Wir haben ein beidseitiges Parksystem, dreiteiliges Zubehör und Dynamic Drive Lenkrollen. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns die nochmal kurz direkt auf der Produktseite an. Den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Konnte ich nochmal selbst hier ein eigenes Bild von diesem Staubsauger von Miele machen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch hier gleich mal kurz auf den Preis über. Der kostet roundabout 270 Euro, ist auch hier gerade 18% im Angebot, also auch hier ein gutes Schnäppchen. Hier hat man Amazon-Tipp, also auch hier ein sehr beliebtes Produkt, was seinesgleichen sucht. Hier nochmal die weiteren technischen Daten im Überblick, hier nochmal ein paar schöne Abbildungen, wie er im Grunde aussieht. Er ist hier sehr kompakt, sehr ergonomisch, sehr leise und man kann damit hier wirklich sehr mühelos saugen. Es gibt aber auch noch weitere Vorteile, wie zum Beispiel hier ein sehr guter Staubbeutel und natürlich auch die sehr gute Qualität von Miele. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Schluss nochmal hier kurz auf die Bewertungen ein und lesen uns hier nochmal kurz durch. Da könnt ihr schon sehen, auch dieser fällt wirklich sehr gut aus, ist wirklich ein tolles Produkt, super sauger und natürlich auch hier sehr leise. Schaut euch den mal an, klickt mal auf den Link drauf und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier auch gleich weiter und zwar zu Platz 3. Und auf diesem Platz landet bei uns der AEG VX92 Öko Staubsauger. Wir gehen mal kurz hier die Vor- und Nachteile im Detail durch. Wir hätten hier zum einen einen Staubsauger, der bis zu 70% aus Recyclingmaterial besteht. Er ist sehr leise mit nur 65 dB, hat 5 Liter Staubbeutelvolumen, hat einen waschbaren Filter, einen sehr niedrigen Stromverbrauch, einen eingebauten Hygienefilter und er hat hier einen Komfort-Tragegriff. Die Nachteile, ein etwas höheres Eigengewicht und das Zubehör ist leider auch etwas teurer. Wir gehen gleich mal kurz
kurz weiter zu den Produktdetails. Wir haben hier zum einen 850 Watt an Leistung, 12 Meter Aktionsradius, 5 Liter Staubbeutelvolumen, ein Gewicht von 5,8 Kilogramm. Wir haben hier eine Multifunktionshülse mit dabei, einen Allergiefilter. Er hat eine stufenlose Saugkraftregelung, 65 dB Betriebsgeräusch und natürlich auch hier schon viel integriertes Zubehör. Also wirklich sehr gut ausgestattet. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter auf die Seite drauf. Den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut dort mal rein, klickt dort mal auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Dann springen wir auch gleich mal kurz zum Preis über, denn der geht auch vollkommen in Ordnung. 199 Euro ist der aktuelle Verkaufspreis, könnt ihr schon sehen. Also hier wirklich ein Top-Modell, was auch hier vergleichsweise günstig ist. Wir gehen mal kurz weiter runter zu den technischen Details. Und da gibt es natürlich hier sehr viel Information. Wir haben auch hier natürlich von der Stiftung Warentest eine sehr gute Bewertung bekommen, die natürlich auch hier für sich spricht. Wir haben hier ausreichend Zubehör mit dabei. Es ist alles sehr hochwertig und durchdacht gemacht und auch sonst bietet ihr wirklich ordentlich Leistung. Ja, soweit so gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Schluss mal kurz hier in aller Ruhe die Bewertungen durch und schauen uns die nochmal kurz an, denn die fallen auch hier wirklich sehr positiv aus. Da können wir schon sehen, wir haben hier wirklich einen sehr guten Staubsauger. Hier sehr mühelos kann man damit einiges machen. Er hat wirklich sehr viel Saugleistung und natürlich auch hier top für Teppiche geeignet. Also schaut euch den mal an. Den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Klickt dort mal drauf und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal weiter. Und zwar jetzt hier zu Platz 2. Und auf diesem Platz landet bei uns der Miele Complete C3 Powerline Staubsauger. Auch hier würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz auf die Vor- und Nachteile ein. Wir haben zum einen mal hier einen sehr hochwertigen Staubsauger mit einem effizienten Motor, einer langen Lebensdauer und einem XL-Beutelvolumen. Dazu kommt ein großer Aktionsradius, ein AirClean-Filter, eine Universalbodendüse und eine Fugen- und Polsterdüse. Der einzige Nachteil wäre der etwas höhere Anschaffungspreis, aber das geht ja dennoch vollkommen in Ordnung für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir gehen mal weiter zu den Produktdetails. Wir haben also hier 890 Watt an Leistung, 12 Meter Aktionsradius, 4,5 Liter Staubbeutelvolumen. Er hat ein Gewicht von 7,6 Kilo. Ein Komfortteleskop, ein hochwertiger Genefilter, ein High-Clean Staubsaugerbeutel und auch hier sehr kompakte Abmaße. Also wirklich ein gutes Komplettset. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz einen Schritt weiter und so auf die Produktseite drauf. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal jetzt auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich noch mal kurz hier detaillierter auf den Preis ein. Denn der ist in Ordnung, natürlich nicht allzu billig, aber auch nicht allzu teuer. 251 Euro kostet er aktuell und ist auch hier ein Amazon-Tipp, also ein sehr beliebtes Produkt, was hier seinesgleichen sucht. Und dann gehen wir kurz weiter zu den technischen Details. Da steht immer einiges drin, wie die Abmessung, das Gewicht, aber natürlich auch die Leistung und hier die Bauart. Dann gibt es hier noch ein paar schöne Bilder von diesem Staubsauger, also so kommt er daher. Sieht recht gut aus, sehr schön ergonomisch geformt und auch sonst lässt sich wirklich sehr einfach bedienen und ist hier wirklich sehr robust gebaut, sodass auch hier euch viele Jahre einen guten Dienst erweisen wird. Dann würde ich sagen, gehen wir abschließend nochmal kurz hier auf die Bewertungen ein, gehen die nochmal kurz durch. Da könnt ihr schon sehen, es fällt soweit sehr gut aus. Sehr guter Staubsauger, auch hier wirklich seit 15 Jahren immer top und auch alle weiteren Bewertungen, die fallen hier wirklich sehr positiv auf. Schaut euch den also unbedingt einmal an. Jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zu Platz 1, unserem Vergleichssieger. Und dort landet bei uns der Siemens Q5 Extreme Silence Staubsauger. Auch hier würde ich sagen, gehen wir gleich mal auf die Vor- und Nachteile ein. Da hat man zum einen mal hier einen sehr leistungsfähigen High-Power-Motor. Er ist sehr leise, hat nur 70 dB von der Lautstärke her, hat einen 13 Meter Aktionsradius, einen Hygienefilter, er hat einen niedrigen Stromverbrauch, eine Soft-Bumper-Protection und umschaltbare Rollendüsen. Der einzige Nachteil, der etwas schlecht der Kabelrückholung, aber ich denke mal, darüber kann man dann durchaus hinwegsehen. Wir gehen mal weiter zu den Produktdetails. Wir haben zum einen mal hier 850 Watt an Leistung, 13 Meter Aktionsradius, 4,5 Liter Staubbeutelvolumen, ein Gewicht von 5,8 Kilogramm, unschaltbare Rollendüsen, den HEPA-Hygienefilter, eine Kompressortechnologie und natürlich auch hier ein Betriebsgeräusch von 70 dB. Also hier wirklich ein sehr gutes Gesamtpaket. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Schluss mal kurz hier direkt auf die Produktseite drauf. Da könnt ihr den auch schon sehen und der ist auch ebenfalls hier unten in der Videobeschreibung verlinkt, also schaut dort mal rein, klickt mal dort auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Den Staubsauger gibt es auch hier in verschiedenen Ausbauvarianten und auch der Preis kann sich sehen lassen. Rund 138 Euro ist der aktuelle Verkaufspreis, also auch hier wirklich top. Und wir haben hier ein Amazon Choice Produkt, also sehr beliebtes Produkt, was auch hier wirklich zahlreiche gute Bewertungen genießt. Dann nochmal die weiteren technischen Daten, Überblick, hier nochmal die Hauptmerkmale, wie natürlich auch hier der Aktionsradius und natürlich das sehr große Staubbeutelvolumen, was auch hier für sich spricht. Ja, hier nochmal ein paar weitere Punkte, wie natürlich auch die Düsen und Co. Und dann gehen wir noch kurz die Bewertungen durch, auch diese
gesehen gut aus. Wirklich hier ein Top-Staubsauger. Auch sonst hat er hier wirklich sehr viele Vorteile, bietet hier wirklich einiges und ist auch hier wirklich sehr leise. Wer also einen leisen Staubsauger sucht, der hier wirklich eine sehr gute Ausstattung hat, der soll sich den unbedingt einmal anschauen. Der ist hier wirklich top. Hat auch hier einen HEPA-Hygienefilter mit dabei. Auch sehr gut für Allergiker geeignet. Dann würde ich also sagen, steht es also fest. Wir haben natürlich jetzt hier unseren Vergleich hier gefunden. Es wäre jetzt hier der Siemens Q5. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz die wichtigsten Vorteile im Überblick durch. Da hätte man zum einen mal hier ja ein sehr modernes Design, ein High-Power-Motor. Er ist sehr leise und natürlich auch hier sehr leistungsstark. Also ein sehr gutes Gesamtpaket zu einem sehr guten Preis. Und das soll es aber nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. An Linksinformationen, die gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.